möchte jetzt Herrn Oberbürgermeister der wunderschönen Stadt Wetzlar, Herrn Wolfhard Dette, zu einem Grußwort bitten. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrer, liebe Eltern, alle die, die heute hierher gekommen sind, um ein Stück zusätzliche Informationen um das Thema Gesundheit zu bekommen. Ich darf Sie namens des Magistrats ganz herzlich in unserer Stadt willkommen heißen und darf Ihnen auch die herzlichen Grüße des hier anwesenden Landtagsabgeordneten Herrn Irmer übermitteln. Ja, das Thema Gesundheit ist ein Thema, was uns alle angeht, ob jung oder alt. Und je früher wir mit dem Thema anfangen, umso wichtiger ist es für die Gesamtentwicklung unserer Kinder. Und deshalb freue ich mich, dass eine so große Bewegung heute hier bei dieser Tagung zustande gekommen ist. Als ich im vergangenen Jahr die Gelegenheit hatte, im Wetzlarer Rathaus schon eine erste kleinere Fachtagung zu eröffnen, die sich mit dem Thema Projekt Schnecke auseinandersetzte, ist mir erst richtig bewusst geworden, dass ein Defizit, was nicht entdeckt wird in den ersten Jahren, zu ganz gravierenden Auswirkungen im Bereich des schulischen Erfolges oder Misserfolges führen kann. Und es deshalb ganz wichtig ist, dass wir frühzeitig uns mit der körperlichen und gesundheitlichen Situation unserer Kinder auseinandersetzen. Umso dankbarer bin ich, dass diese große Tagung hier in Wetzlar zustande gekommen ist. Und ich möchte auch noch einmal aus Sicht der Stadt darauf hinweisen, dass wir uns bemühen, nicht bereits erst mit dem Beginn der Schulzeit, sondern auch schon vorher, nämlich im Kindergartenbereich, bei den Kindertagesstätten Ansätze mit aufzunehmen, um mögliche Defizite aufzuarbeiten. Die erste kleine aktiver Beitrag, den wir heute Morgen von einem unserer Kindertagesstätten hier gesehen haben, zeigt ja, dass das Bewusstsein dort vorhanden ist und wir wollen das verzahnen mit der Arbeit, die auf der Ebene der Schulen geleistet wird. Ich wünsche der heutigen Tagung viel Erfolg. Darf mich ganz herzlich auch an dieser Stelle bedanken bei denjenigen, die mit einem großen Engagement dazu beigetragen haben, dass ein so vielfältiges Programm zustande gekommen ist, wenn man hier hereingekommen ist, schon angefangen vom Schulorchester. Musik ist ja auch ein Beitrag dazu, dass man sich entwickeln kann, dass man freier wird, dass man aufmerksamer und aufnahmefähiger wird. Angefangen vom Schulorchester bis über die vielen Stände, die sich hier entwickelt haben und die jungen Helferinnen und Helfer, die uns hier begleitet haben, zeigt, dass das Engagement und die Bereitschaft, hier mitzumachen, sehr groß ist. Und mir ist deshalb nicht bange, wenn ich mal einen Blick vorausschicken darf, auf den Hessentag 2012, der nämlich hier in Wetzlar stattfinden wird, dass wir viele Mithelferinnen und Helfer gewinnen werden, damit auch diese große Veranstaltung ein Erfolg wird, wo man dann vielleicht auch dieses Thema in angemessener Weise mit einbinden kann. Alles in allem ein herzliches Glück auf für den heutigen Tag und für Sie alle, meine Damen und Herren, interessante Stunden. Und für diejenigen, die von außerhalb gekommen sind, kann ich nur anempfehlen, vielleicht nach der Tagung nehmen Sie sich noch einmal die Zeit, um unsere wunderschöne Altstadt aufzusuchen. Es lohnt sich. Alles Gute für die Tage. Schuster des Danilenpreises auch ein paar Grußworte sagen möchte und darf ihn herzlich bitten. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich war etwas später, ich war nämlich schon bei der Böde-Schule. Es war noch bei mir eingeloggt im Kalender. Meine Damen und Herren, Gesundheit und Bildung, das ist eine Kernaufgabe eines Landkreises. Gemeinsam mit dem Hessischen Kultusministerium und dem staatlichen Schulamt sind wir als Schulträger für unsere fast 100 Schulen verantwortlich. Und als Eigentümer von 3 Krankenhäusern hier im Landkreis, als jemand, der ein Gesundheitsamt folgt, als jemand, der Kinder untersuchen muss, ist also Bildung und Gesundheit für uns ein Kerngeschäft, dem wir uns auch gerne annehmen.
Deswegen sind wir auch dankbar, dass wir heute in einer Schule hier an diesem wunderschönen Schulzentrum diese Veranstaltung durchführen können. Und wir haben es auch gerne unterstützt, um dafür Aufmerksamkeit zu wecken, Interesse zu wecken, dass Bewegung eine ganz gewichtige Voraussetzung ist für einen gesunden Körper und auch eine Voraussetzung ist, gut zu lernen, Bildung hier mitzunehmen. Denn ein gesunder Geist braucht einen gesunden Körper, beides gehört zusammen. Wie das anschließend gelingt, das ist sicherlich etwas, und deswegen sind Sie gekommen, Professor Grönemeyer zu hören, den ich auch recht herzlich begrüßen möchte. Er kann Ihnen das wesentlich besser erklären als der Landrat des Landwehrkreises. Deswegen möchte ich mein Grußwort schon beenden, weil Sie sind hierher gekommen, um ihn zu hören und nicht mich anzuhören. Ich grüße Sie recht herzlich auch im Namen von Roland Wegwicht, unserem Schuldezernenten. Ich wünsche Ihnen einen guten, erfolgreichen Tag und eine schöne After-Work-Party heute Abend in der Innenstadt. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Herr Schuster.